Heute teste ich für euch einen Rasierer von Panasonic, und zwar den ES-LS6A aus der 900er Serie. Leute, ich habe mich tatsächlich Ewigkeiten nicht mehr rasiert. Und bevor ich mich tatsächlich rasiere, muss ich meinen wohlgezüchteten Bart wohl erstmal ein wenig trimmen. So Leute, die Stoppeln stehen noch, ja, ungewohntes Gefühl, aber als erstes schauen wir uns jetzt erstmal das Gerät an. So sieht das gute Stück aus. Im Lieferumfang enthalten ein Ladekabel, Öl, Benutzerhandbuch, ist klar, brauchen wir aber nicht. Und natürlich eine Bürste, um das Gerät anschließend wieder sauber zu machen. Und last but not least, natürlich dieses Gerät in einer Hülle verpackt. Machen wir das Ganze mal auf. Tada! Da haben wir das gute Stück. Soundcheck. Okay, der hat Power. Ein paar Features zu dem Gerät. Ein leistungsfähiger Linearmotor mit 84.000 Schnittbewegungen pro Minute. Ein Scherkopf, der in 22 Richtungen beweglich ist. Ein Bartdichtensensor misst die Bartdichte und passt dementsprechend die Motorleistung an. Schärfste Klingen dank der Japanese Blade Technologie, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück davon. Ein klapperer Langhaarschneider ist ebenfalls mit dabei. Und man soll das Gerät super easy reinigen können. Hört sich schon mal vielversprechender an. Schauen wir jetzt mal, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Sehr angenehm. Und sehr weich. Passt sich auch gut einem kantigen Gesicht an, muss man sagen. Übrigens, das Teil funktioniert auch bei einer Nassrasur. Auch die Mundwinkel kann man tatsächlich sehr gut rasieren. So Leute, die Rasur ist durch und ich muss sagen, es fühlt sich wirklich sehr, sehr komisch an, keinen Bart zu tragen. Aber kommen wir jetzt direkt mal zur Quick-Bewertung nach diesem einmaligen Test. Normalerweise würde jetzt die Punktevergabe erfolgen nach folgenden Kategorien, nach Rasur, Handling, Funktion, Qualität und Preis. Aber es wäre aus meiner Perspektive jetzt vermessen, hier irgendwie konkrete Punkte zu vergeben, als jemand, der sich jahrelang nicht mehr seinen Bart glatt rasiert hat. Von daher möchte ich euch einfach nur an dieser Stelle ein Fazit geben. Kommen wir zum Punkt Rasur. Das Rasurerlebnis war grundsätzlich gut. Ich konnte meine Wangen sehr schön weich rasieren, also wirklich, die sind sehr schön glatt geworden. Und auch spezielle Areas, wie zum Beispiel der Mundwinkel, konnte auch gut rasiert werden. Ich hatte ein paar kleine Probleme im Halsbereich, da ist nicht alles komplett wegrasiert worden. Nichtsdestotrotz kann ich auf jeden Fall den Daumen nach oben geben für die Rasur. Kommen wir zum Handling. Das Handling ist einfach und simpel, so wie es sein soll. Hier gibt es an dieser Stelle nichts zu bemängeln. Auch das Reinigen des Rasierers geht wirklich kinderleicht von der Hand. Kommen wir zum Punkt Funktion. Der Rasierer hat ganz klar eine Hauptfunktion und das ist eine gründliche Rasur, was dementsprechend auch gegeben ist. Zudem hat der Rasierer noch so einen Langhaar-Rasierer bzw. Trimmer an der Seite, mit dem man zum Beispiel seine Koteletten passend rasieren bzw. trimmen kann. Der Rasierer kann als trocken als auch als Nassrasierer verwendet werden und er hat auch einige Features, wie zum Beispiel den Bartdichtensensor. Kommen wir zur Qualität. Der Rasierer lässt sich definitiv im Premium-Bereich ansiedeln, was man auch merkt, wenn man den Rasierer in der Hand hält, dass es auf jeden Fall ein Premium-Gerät ist. Und ein Premium-Gerät kostet natürlich auch ein paar Taler mehr. Der Panasonic ES-LS6A kostet aktuell ca. 350 Euro. Und wenn man sich jetzt nochmal das Vorher-Nachher-Ergebnis anschaut, Leute, das ist schon ein kleiner, aber feiner Unterschied. Oder? Was sagt ihr? Ach ja, und wie sieht es übrigens bei dir aus? Rasierst du dich auch glatt mit einem Rasierer oder trimmst du dich eher? Schreib es mal gerne in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt, was ihr da schreiben werdet. Vielen Dank nochmal an Panasonic, die mir das Gerät zur Verfügung gestellt haben. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.